Ventile durch einen Arbeiter manuell montiert. Aber du wirst merken, dass sehr filigran dieser Prozess und ja, auch für einen Menschen ist es gar nicht so einfach, das da reinzubekommen. Und das Besondere ist, dass wir mit diesem Roboter diese Montage hier automatisieren konnten. Weil dieser Roboter über 7 Achsen verfügt. Dieser Zweifingergreifer kann verschiedene Positionen einnehmen und verschiedene Kräfte ausüben. Und die Finger wurden so gestaltet, dass alle Bauteile an diesem Ventilblock montiert werden können. Man sieht es ganz schön, dass dieser Kolben auch gut aufgenommen werden kann. Und ja, quasi wird dann mit dem Zweifingergreifer der Kolben hier gefügt und es wird eine Kraftschwingung durch den Roboter ausgeübt. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir mit den Fingern diesen Kolben rausziehen und wieder reinstecken und dabei die Gegenkraft aufzeichnen mit dem Roboter. Und darüber können wir eine Qualitätseinordnung der Passung durchführen. Da können wir sagen, das ist eine gute Passung, die ist zu fest. Das ist maximal, wenn du diesen Kolben hier nimmst und probierst ihn zu bewegen, der ist richtig schwergängig. Merkst du das? Ja. Ja, das ist zum Beispiel eine schlechte Passung. Oder es ist zu leichtgängig. Wenn es zu leichtgängig ist, dann könnte das Hydraulikventil undicht sein. Und dann würde es auch zu Problemen führen. Wenn es zu fest ist, wie es hier ist, dann kann dieser Kolben nicht betätigt werden. Und ja, wir nutzen die Eigenschaften des Roboters aus, um diese Qualitätskontrolle mit in die Montage zu integrieren. Schnitt. Danke. Das muss man sagen.